So, eine experimentelle Mission, eine Regionalbahn oder ein Regionalexpress, weiß ich nicht genau, über Hamburg bis nach Altona. Und das Besondere hierbei müsste eigentlich die Lok sein. Das müsste eine Baureihe 200, nee, 145 sein. Mal gucken. So, bald geht's los. Wir haben 23.06 Uhr und um 23.41 Uhr soll es losgehen. Jetzt guck ich mal, ob das funktioniert. ASB. Störung. Ja, der ASB. Standard. Wir haben Störung. Eine Störung. So. AFB, das ist nicht die Partei, nicht zu verwechseln. Das ist die automatische Regelung, die beschleunigt und bremst. Mal sehen, was haben wir denn für eine Lok? Ja, schön dunkel hier. Was ist denn das für eine Lok? Ja, Railion, genau, das ist die Baureihe 145. Die eigentlich als Güterlok hier nur gedacht ist, aber die sollte auch gehen. So, dann geht's mal los. Erstmal hier die Bremse lösen im Dunkeln. Schon ein bisschen wäre schon so ein bisschen praktisch, wenn man hier mal ein Licht hätte. Aber naja, egal. Man kann ja nichts alles haben. Ist ja nur die Bremse, die ich hier per Mauszeiger bedienen muss. Wir verlassen jetzt hier Lübeck und ja, mit stolzen, was ist das für eine FPS hier? Mit stolzen 3 FPS. Naja. Ja, also die Lok ist ja stark genug. Ich habe schon überlegt, ob vielleicht die Baureihe 145 zu schwach ist. Wir haben ja hier, wie viel sind das? 6 Wagen, glaube ich. Aber ich denke mal, das reicht. Mach ich mal ein bisschen heller. Aber ich sehe schon kommen, das ist echt schwierig. Wenn das so dunkel hier ist. So, ein bisschen abbremsen, dass hier die Geschwindigkeit eingehalten wird. So, und dann haben wir jetzt da vorne die 8. Die sagt uns, dass wir 80 km/h fahren dürfen. Machen wir das mal. Ich frage mich, ob das eigentlich überall so dunkel ist. Ach nee, hier ist es nicht dunkel. Gut. Also scheint einfach nur das Licht hier im Führerstand nicht zu gehen. Beziehungsweise der Lokführer weiß vielleicht einfach nicht, wie man das Licht anmacht. Das kann ja auch vorkommen. Ist vielleicht sehr schwer zu bedienen. Oh, eine 6. Das ist nicht gut. Bremsen wir wieder auf die 6 ab. Also eben hat uns die gelbe 6 angezeigt, dass wir beim nächsten Signal oder beim nächsten Block nur noch 60 km/h schnell fahren dürfen. Das steht auch in der Mitte jetzt. Siefer. Ja. Das ist nicht gut. So. Siefer. Das ist hier dieser Zurücksetzen-Schalter. Bei Train Simulator. So, hier haben wir jetzt das Hauptsignal mit 60 km/h Begrenzung und sehen schon, im nächsten Block dürfen wir wieder schneller fahren, aber das ist jetzt noch für den aktuellen Block hier.
Würde mich auch nicht sehr überraschen, wenn es irgendwie einen Schalter gibt, dass man in der Lok drin das Licht anmachen kann. Oder im Führerstand. Aber egal. Ich brauche hier nicht mehr. So, 90. Dann mal gucken, was die 145er so drauf hat. Ja, beschleunigen kann sie. Das ist gut. Jetzt können wir gleich auf 140 beschleunigen. Bald müsste hier das Schild kommen. Nach dieser Kurve. Nee, immer noch nicht. Nach dem Bahnübergang vermutlich dann. Jetzt wird es ja bald mal Zeit, dass ich mal schneller fahren darf als 80. So, da vorne ist es soweit. 140. Also Vollgas. Und das Ganze hört sich dann bei der Lok so an. Naja, viel gesehen hat man da jetzt nicht. Das ist auch keine Überraschung, dass man um 23.11 Uhr nicht sieht oder wenig sieht. Nicht, dass ich das anders erwartet hätte. Wundert mich, dass wir nur 140 da fahren dürfen. Also 160 müsste eigentlich auch drin sein. Vermutlich auf anderen Abschnitten. Also hier noch nicht, aber es müsste eigentlich Abschnitte geben, auf denen man 160 fahren darf. Also ja, die Lok, die 145er, die ist ja soweit sehr gut geeignet hierfür, kann ich schon mal sagen. Also die Baureihe 146 und 147, die sind ja gerade in Verwendung bei vielen Regionalbahnen, bei Metronom zum Beispiel. Die hätte ich auch nehmen können. Aber ich habe mich entschieden, die 145er zu nehmen. Das ist ja der Vorgänger davon. Und dieser Vorgänger, der ist eigentlich für Güter nur noch verwendet. Also meines Wissens wird die Baureihe 145 bei der DB nur für Güterzüge verwendet. Und nicht für Personenzüge. Obwohl sie ursprünglich ja eigentlich als Universallok vorgesehen war. Also die 145 und die 146er sind sehr ähnlich vom Aufbau her. Und ja, wie gesagt, dass sie sich eignet hierfür, kann man ja hier dran jetzt auch sehen. Ich habe auch überlegt, ob ich die 185er mal verwenden soll. Die ist auch nochmal sehr ähnlich wie die 146er. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich wollte heute mal die 145er ausprobieren. Bei dieser Linie werden immer noch die Baureihe 112 verwendet. Das ist ja die alte Wechselstrom, also nicht Drehstrom, die Zweiphasen-Lokomotive aus DDR-Produktion. Die soll auch hoffentlich dann noch schön lange erhalten bleiben. Aber ich wollte das mal gucken, rein theoretisch, wie gut da eben eine etwas ungewöhnliche Baureihe sich verwenden lässt hierfür. Und dass ich jetzt hier die ganze Zeit beschleunigen muss und wieder den Regler runter machen muss, das hat zu tun damit, dass die AFB nicht funktioniert, wie wir eben gehört haben. Also man kann normalerweise bei modernen Fahrzeugen eine Geschwindigkeit vorgeben und die wird dann von selbst gehalten. Aber das geht jetzt hier nicht. Deswegen muss ich das hier selbst machen.
Ja, und 3,5 Kilometer sind wir schon in Rheinfeld. Das schöne Rheinfeld, wo es eine Bar gibt, bei der man Sprite kaufen kann. Habe ich schon zweimal gemacht. Sehr zu empfehlen. Ich habe da schon viele Stunden verbracht, wahrscheinlich insgesamt in Rheinfeld. Da gab es einen Tunnel, einen Fußgängertunnel, und jetzt gibt es eine Fußgängerbrücke, um auf den Mittelsteig zu kommen. So, nur noch 1,8 Kilometer hier. Nehme ich mal den Regler runter. Also die Leistung nehme ich weg. Jetzt haben wir nur noch 1 Kilometer. Ich bremse mal ab, so auf 100. Wir haben eine mehrlösige Bremse. Also ich kann auch noch immer nachbremsen im Nachhinein. Oder genau gesagt lösen. Ich konnte jetzt das gleich wieder ein bisschen lösen, die Bremse. Wobei ich das eigentlich fast nie mache. Also ich könnte wahrscheinlich auch sehr gut mit einer einlösigen Bremse arbeiten. Das würde mir wahrscheinlich nicht mal auffallen. So, ich bremse jetzt so, dass ich auf etwa 60 km/h bin, wenn ich hier den Steig erreiche. Ich löse nochmal. So, und jetzt nochmal. Volles Programm. So, hier links sehen wir die Unterführung. So, jetzt cheate ich mal. Ich gucke mal, ob der Zug auch komplett drin ist. Ja, ist er. Ja. Die schöne 145er hier hinten, die wir gar nicht sehen können. Naja. Nerviger Hintergrundklang hier. Also, wo wir dabei sind, ich mag Hunde nicht. Wir können hier sehen, dass wir viele Anhänger haben. Wie viel, also Wagen, wie viele denn? Eins. 2, 3, 4, 5. Nur 5. Ich hätte es mehr erwartet. Ja. Auch mit erste Klasse schön dabei. Na gut, genug geredet. Jetzt geht's wieder weiter. So, hehe, das ist die Lokbremse. Hehe. Komisch, dass wir hier eine Lokbremse haben. So. Und los. Hier sehen wir wieder beim Ausfahren, 140 km/h dürfen wir fahren. Und die Beschleunigung ist auch ganz gut. Für 5 Wagen, das ist ja jetzt nicht so kurz, der Zug. Ein moderat langer Zug, ein mittellanger Zug ist das, würde ich mal sagen. Ich bin gespannt auf den Altonaer Bahnhof. Also normalerweise fährt diese Linie hier ja nur bis zum Hamburger Hauptbahnhof. Aber heute werden wir bis nach Altona durchfahren. Der schöne Altonaer Bahnhof, den es irgendwann nicht mehr gibt, vermutlich. Naja. Aber jetzt ist erstmal gleich Bad Oldesloe dran. Es wäre mal schön, wenn ich 160 fahren dürfte oder noch schneller. Also die Wagen, die können 160. Es gibt auch Doppelstockwagen, die können. Oh. Es gibt auch Doppelstockwagen, die können. Ah ja, hier. Da haben wir es eben gesehen. Baureihe 112. Das ist die hier eigentlich verwendet wird normalerweise. Die der andere Gegenzug eben hatte. Also ja, die Doppelstockwagen hier können 160, es gibt auch welche, die können 180 oder 200 fahren. Die Lok hinten, die wir dran haben, die kann sogar 200 fahren, glaube ich. Also zumindest 160.
Die kann auf jeden Fall 160 fahren. Es kann sein, dass sie sogar 200 fahren kann, aber das weiß ich leider nicht. Das könnte ich ja theoretisch nachgucken, aber so ambitioniert bin ich nicht. Also einfach googeln. Baureihe 145 VMAX. Das ist wahrscheinlich 160 oder so. Vielleicht 180, aber irgendwo in dem Bereich. Technisch kann sie bestimmt 200 fahren. Also auch wenn sie nicht zugelassen ist. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ob für welche Geschwindigkeiten Material zugelassen ist. Immer noch 140. Man kann hier beim Train Simulator die Kamera nicht frei bewegen, aber man kann nach links und rechts gucken. Also ich kann mal aus dem linken Fenster gucken. Oder aus dem rechten. Und ich kann sogar rausgucken. Naja. Wobei das schon ein bisschen kalt ist, glaube ich, bei dem Tempo, was wir gerade haben, aus dem Fenster zu gucken während der Fahrt. Das würde ich, glaube ich, in echt nicht so direkt machen. So. Zeit wieder mal zu bremsen. Nämlich für Bad Oldesloe. Für Bad Oldesloe bremst man doch gerne mal. Jetzt habe ich ein bisschen zu stark gebremst. Es liegt aber auch daran, dass ich hier mit der Maus gerade bremse. Wenn ich nicht mit der Maus bremsen würde, sondern mit den Tasten, wie sich das gehört, hätte ich das natürlich besser hinbekommen. So. Jetzt aber. Noch ein bisschen weiterfahren, finde ich. So, das B. Also ich finde, dass man schon so fahren sollte, dass die meisten Leute möglichst in der Mitte einsteigen. So, wie stehen wir denn jetzt? Ja. Kann sich doch sehen lassen. Hier kann ich jetzt auch mal wirklich die Wagen zählen. Eine Lok. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, tatsächlich 5. Ich habe schon überlegt, ob ich den Zug mal länger mache. Ich hätte auch 7 Wagen nehmen können. Da hätten wir schon Metronomverhältnisse. Naja. Mache ich schon mal die Türen zu. So, wann haben wir denn Abfahrt? 43. Jetzt habe ich die Türen etwas zu früh zugemacht, egal. Egal. Will eh keiner rein. Stehen ja alle nur rum. Hat man ja eben gesehen. So, jetzt aber. So. Und los. Ach, einfach Vollgas geben. Geht schon. So moderne Loks, die schlingern nicht mehr so stark, glaube ich. Denke ich mal. Also wir würden jetzt auch normalerweise sehen können, welche der vier Achsen wie stark Leistung abgibt. Also die vier Fahrmotoren. Und da kann man das dann sehen, wenn man schlingert. Also wenn die Räder nicht so gute Haftung auf dem Gleis haben. Auf der Schiene haben. Das haben wir jetzt hier gar nicht. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass wir perfekte Haftung haben und nicht durchdrehen irgendwie.
Ich hoffe, dass wir mal 160 fahren dürfen bald. Ich will ja schon mal zeigen, was die Baureihe 100, 145 drauf hat. Und nicht nur 140. 140 ist irgendwie so E40er Zeit. Das ist so langweilig. Oder E10 oder sowas, solche Loks. Mit N-Wagen. Mit Silberlingen. Ne. Das ist so 60er. So 60er Jahresstil, wenn man nur läppische 140 fahren darf. 160 macht schon mehr Spaß als 140, finde ich. Aber ja, Hamburg ist 40 Kilometer noch hin. Das ist nicht so nah dran. Was ist denn das hier? Nee, auch nicht. Ich habe jetzt erhofft, dass wir mal 160 hätten. Ich könnte auch sonst die Mission bearbeiten, dass ich auch schneller fahren darf. Aber das wäre unrealistisch. Man kann ja in echt auch nicht einfach die Streckenhöchstgeschwindigkeit einfach so überschreiten. Ich weiß nicht mal, ob es dafür einen Befehl gibt. Also wenn jetzt hier Schilder stehen vor 140, ob der Fahrdienstleister mir sagen dürfte, dass ich schneller fahren darf als 140, das bezweifle ich mal stark. Ziemlich sicher, dass es nicht geht. Ich bin aber zufrieden mit der FPS. Also ich weiß noch, dass es am Anfang noch so gefühlte 4 FPS waren. Das ist jetzt schon etwas flüssiger. Also die Bildrate. Und ja, ich weiß, Apple-Benutzer, die werden jetzt sagen, das ist Augenkrebs. Aber für mich ist das in Ordnung. Da habe ich schon ganz anderes gesehen. Da habe ich schon Schlimmeres gespielt. So, immer noch keine 160er. Das Spiel ist sogar so alt, dass es hier gar kein Licht gibt. Also man sieht das ja, obwohl draußen das hier leuchtet oder wir an beleuchteten Bahnsteigen vorbeikommen, ist das trotzdem stockduster hier drin. Weil es hier halt keine Beleuchtung gibt, keine dynamischen Lichtquellen. Also jetzt außer hier dieser Scheinwerfer, dass wir das hier vorne erleuchten. Aber sonst ist hier Beleuchtung nur Fake. Also die beleuchteten Bahnsteige, das ist einfach nur eine beleuchtete Textur. Das ist überhaupt gar nicht irgendwie berechnet, das Licht. So. Eine 90, das sieht nicht gut aus. Sieht so aus, als wenn wir bald langsamer werden müssen. Kann man ja jetzt schon leicht langsamer werden. Wobei ich andererseits mich jetzt nicht dran erinnere, ein Schild gesehen zu haben. Also kann das auch noch gut sein, dass es hin ist, bis wir langsamer werden müssen. Mal gucken, wann kommt dann die 90er-Zone? Die Begrenzung auf 90 km/h, die müsste ja bald kommen. Wenn mir das hier schon angezeigt wird für den nächsten Block. Also so lang können ja Blöcke dann auch sonst nicht sein. Da haben wir schon das Vorsignal da vorne. Jetzt fahren wir 100 statt 140. Das ist jetzt für den Fahrplan nicht so toll, dass wir jetzt diesen ganzen Bereich hier 100 statt 140 fahren. So, da sehen wir jetzt hier diese gelben Tafeln. 90. Das heißt, wir sehen, dass bald so ein paar 100 Meter die 90er-Zone anfängt. So, jetzt habe ich auf 90 runtergebremst, auf unter 90 sogar. Da kann mir dann auch keiner was anhaben, wenn ich 90 fahre, also sogar unter 90. Das ist wahrscheinlich jetzt hier in diesem Bahnhof. Wo ist denn das hier? Bagdaheide oder so?
Da soll man wohl nicht 140 fahren. Vermute ich mal. Das ist ja schon sehr kurvig hier. Ja, das ist Bagdad Heide. Ich erkenne das wieder. Ich war da nämlich schon mal. Dann geht's gleich wieder auf läppische 140 hoch. Vielleicht auf 160 danach, aber ich weiß es nicht. Ich bin aber etwas skeptisch. Ich glaube nicht, dass auf der Strecke noch 160 kommt. Also es kann sein, es würde mich überraschen, aber ich gehe davon gerade nicht aus. Und bevor mir jemand etwas über schlechte Schlafgewohnheiten vorwirft, die 23.30 Uhr, die wir hier haben, das ist die Spielzeit. In echt ist das 23 Uhr, also eine halbe Stunde später ist das hier. Zu diesen Uhrzeiten mache ich das ganz gerne, dass ich das, dass ich ein bisschen abblende kurz, wenn mir jemand entgegenkommt. Als nette Geste. Weiß aber nicht, ob das wirklich eine nette Geste ist, also das werden die beruflichen Experten besser wissen. Oder ob das einfach nur gefährlich ist, wenn man sein Licht irgendwie dunkler macht nachts. Oder ob der andere denkt, dass irgendwie sein Blinker noch an ist oder so. Wer weiß. Also müssen wir leider schon wieder langsamer werden gleich. So, schnell auf 100 abgebremst. Damit auch keiner meckern kann. Wo sind wir denn hier jetzt? Also wenn das Bagdad Heide war eben, müsste das ja irgendwie schon Hamburg sein. Hamburg-Aumühle oder so. Hamburg-Rahlstedt. Ach, weiß ich nicht. Irgendwas vor Hamburg. Schätze ich. Ach nee, Ahrensburg ist das. Das müsste Ahrensburg sein jetzt. Ja, Ahrensburg ist das. Also noch nicht ganz Hamburg. Hamburg, also in Hamburg ist die, empfängt uns dann erstmal rechts die S-Bahn Haltestelle Aumühle als erstes. Aber ja, das ist Ahrensburg. Ahrensburg ist auch ganz schön. Kann man auch schön hinfahren. Eis essen und sowas. Spazieren gehen. So. 140 wieder.
Meine Güte, diese Bauern sind noch um 23.35 Uhr mit dem Traktor unterwegs. Also, da scheint jemand irgendwie rund um die Uhr auf dem Feld zu sein, oder wo auch immer. Da scheint es wohl keinen Feierabend zu geben in der Landwirtschaft. Och Mann, immer noch keine 160. Wofür haben wir denn hier Material, das aus 160 ertüchtigt ist? Das ist doch hoffentlich heute besser. Also ich hoffe mal, dass diese virtuelle Welt hier einfach veraltet ist und auf der echten Strecke 160 schon gang und gäbe ist. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Das kann ja nicht sein. Das ist ja nicht konkurrenzfähig. Also die Leute da am Bahnsteig eben sind schon ganz schön ruchlos. Also bei 140, bei einer Durchfahrt von 140 km/h einfach so locker an der Bahnsteigkante zu stehen, finde ich ambitioniert. Sollte man eigentlich nicht machen. Also ich würde bei derartigem Tempo würde ich dann schon mehr Abstand nehmen von der Bahnsteigkante. Sonst wird man auch mal schnell mitgerissen oder stolpert oder was auch immer. Das sollte man nicht riskieren. So, die 90 km/h kommen bald wieder. Das war eben dieses Hinweisschild rechts, das uns gezeigt hat, dass jetzt die 90er. Die Begrenzung auf 90 km/h kommt. Und hier ist sie auch schon. Ja. Und das zeigt uns, dass es wichtig ist, dass ich mich nicht nur hier drauf verlasse. Das nehme ich nur so als Orientierung, als Erinnerung. Sondern dass man auch guckt, was hier für Schilder sind. Wenn man nämlich auf diese Schilder nicht achtet, dann könnte das mal passieren. Dass man nämlich da durchrauscht, weil man das viel zu spät erst sieht. Da vorne kommt 130. Nicht mal 140. Eine Provokation ist das. Und danach kommt dann 120. Aber egal. Gehe ich erstmal auf 130 hoch. Wobei sich das gar nicht lohnt. Also, wenn hier schon steht, dass wir gleich 120 haben, dann ergibt das ja gar keinen Sinn, dass ich jetzt auf 130 noch beschleunige.
Übrigens zu den Sachen, die wir sehen. Also, das hier ist der, das ist Ebola. Das ist hier der Fahrplan. Also das, was ich hier habe im Grunde, in dem Fenster. Das haben wir hier. Dann haben wir hier, da sehen wir dann Beschleunigen und Bremsen. Also da, wenn das nach links, links von der Mitte ist, heißt es, dass wir bremsen, dass wir langsamer werden. Und wenn das rechts ist, heißt es, dass wir schneller werden. Beschleunigen. Ja, das hier ist einfach die Anzeige für die Signalstellung, steht jetzt hier. Das heißt, das zeigt uns an, was das nächste Hauptsignal zeigt. Das ist das Tachometer. Kennt man. Hier haben wir Bremszylinder. Also, da gibt es so Sachen wie Hauptzylinder und bla bla bla. Aber, so genau bin ich da nicht drin. Weiter in 120. Und da vorne geht es runter auf 100. Was ist das denn jetzt hier? Ist das Bergedorf? Ich bin mir nicht sicher. Da wird es dann hier langsamer. 70. Das poltert da ganz schön, also wir scheinen hier unebene Gleise zu haben, Strecken. Da vorne müssen wir auf 60 runter. Das können wir durch Rollen erreichen, die 60, da muss ich jetzt nicht weiter bremsen. Und gleich müsste es auf 40 gehen. Also ich meine, das ist beim Hauptbahnhof in Hamburg 40 km/h als Begrenzung. Ja, da haben wir es, die 4. 40 km/h. Aber erst gleich. Ja, jetzt betreten wir quasi den Hof. Den Vorhof des Bahnhofes, Hamburg Hauptbahnhof. Ja, da vorne ist er schon.
weiß gar nicht, in welchem Abschnitt wir jetzt stehen bleiben sollen. Aber da wir ja gleich nach hinten rausfahren wieder, würde es ja Sinn machen, eigentlich erstmal durch, weiter nach hinten durchzufahren. Naja, ich habe keine Anweisung bekommen, also werde ich einfach erstmal... Na gut, ich halte einfach in der Mitte, so. Ich mache einen Kompromiss. Kompromisse sind doch was Gutes. So. Jetzt können hier die Personen im Zug aussteigen. Wie sind wir denn mit der Zeit? Um 23.49 Uhr sollten wir da sein. Wir sind um 23.46 Uhr hier gewesen. Das heißt, wir sind zu früh. Ich bin zu gut gefahren. Das habe ich vielleicht auch der Lok zuzurechnen. Also es kann auch gut sein, dass die 145er so viel besser beschleunigt als die 112er, dass wir deswegen jetzt mehrere Minuten zu früh sind. Na gut. Man kann sich aber schon den Spruch denken, der kommt: besser so als andersrum. Also besser etwas zu früh als zu spät. Wobei, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich dann auch weniger schnell beschleunigen. Denn je mehr man beschleunigt und je schneller man fährt, desto mehr verbraucht das. Also deswegen ökologischer wäre es dann, etwas langsamer zu fahren. Oder leichter zu beschleunigen und oder zum Beispiel später zu bremsen. Oder unterwegs dann weniger die Geschwindigkeit halten und mehr ausrollen lassen und so. Solche Dinge könnte man dann jetzt tun. Aber so ist auch gut. So kann man nämlich als Lokführer hier am Hamburger Hauptbahnhof ganz schnell hier rauslaufen, sich zum Beispiel ein Shake oder ein Donut kaufen und dann, bevor es wieder losgeht, rechtzeitig wieder zurück sein. Also, na gut, einen Burger kann man sich jetzt nicht bestellen, so viel Zeit hat man nicht. Aber eine Kleinigkeit hätte man sich jetzt bestellen können. So, gehen wir mal wieder rein. Kann ich ja die Bremse schon mal lösen. Und los geht's. Jetzt geht's erstmal nach Hamburg Dammtor. Wir fahren jetzt erstmal an der Innenalster vorbei. Über diese Brücke. Das ist dieselbe Brücke, über die man auch rübergehen kann. Und Autos fahren da auch noch rüber. Oft.
Hier links haben wir Museen und so ein Kram. Das ist ganz schön laut. Ich habe das Fenster aufgelassen. Hier das linke Fenster. Als Raucher, damit der Zigarettenrauch abziehen kann. Also, das wollte ich meinen nachfolgenden Kollegen nicht antun. Dass hier die Zigarettenluft im Raum bleibt. So. Hier dürfen wir jetzt auf 60 beschleunigen. Und ja, jetzt sind wir auf dem Damm. Also hier links. Hier links haben wir die Straße mit einer Brücke. Und da vorne haben wir schon Dammtor. So, ich erinnere mich an das ökologische Fahren. Wobei wir ja jetzt wieder schon leicht zu spät sind. Ja. Sind drin. So, die Lok muss nicht drin sein, das ist unwichtig. Also die Lok ist im Block drin, das reimt sich, darauf kommt's an. Das Wichtige ist, dass der Wagen drin ist, wo die Leute ein- und aussteigen wollen. Und das ist er. Und außerdem sind ja die Aufgänge, also die Treppen, über die Fahrgäste hier zum Bahnsteig kommen, da vorne. Also sind die so weiter in der Mitte dran. So, jetzt geht's weiter bis nach Dammtor, bis nach Altona. Das ist eine etwas weitere Strecke. Wir fahren nämlich jetzt nicht, also wir machen jetzt einen Bogen. Jetzt wird ein Bogen gefahren. Daher. Ja. Jetzt fahren wir hier am Turm vorbei. Hier ist der Hamburger Fernsehturm, der Funkturm, der große. Und auch gleich fahren wir an der Sternschanze vorbei, der berüchtigten. Ja, also hier links jedenfalls. Das ist der Fernsehturm. Hier ist das Messegelände, die Hamburger Messe. Ja, und hier vorne haben wir gleich die S-Bahn-Haltestelle Sternschanze. Hier rechts. Hier unten rechts, das sieht man jetzt hier nicht, da gibt es sehr leckeres Essen. Also hier diese Straße hier unten durch. Da muss man mal hinfahren, allein zum Essen. Das gilt auch hier links. Also wo wir jetzt gerade rüberfahren, die Straße hier unten. Hier drunter.
frage ich mich gerade, ob man das eigentlich sehen kann. Nee, leider nicht. Man erkennt einfach zu wenig. Ja, dass wir jetzt mit einer Regionalbahn durch den Hamburger Hauptbahnhof durchfahren und durch Dammtor bis nach Altona, das ist jetzt hier ein Sonderfall, aber das war früher häufig. Also es gab früher auch aus Richtung Torstedt, wo ich ja lebe, gab es auch die Möglichkeit, direkt mit dem Zug durchzufahren bis nach Altona. Ich sehe, warum die das eingestellt haben, weil sich das einfach nicht lohnt. Die S-Bahn-Anbindung von Hauptbahnhof nach Altona ist so gut. Für die paar Leute, die da hin möchten, da lohnt sich das aber nicht. Das war die falsche Bremse. So, auf 40 abbremsen. Ja, und jetzt kommt der quälend langweilige Teil. Im weiten Bereich um den Kopfbahnhof Altona herum darf man nämlich leider nur 40 fahren. Obwohl wir noch über 2 Kilometer weit weg sind. Ich denke mal, dass das damit zu tun hat, dass man verhindern möchte, dass Züge mit einer zu hohen Geschwindigkeit in diesen viel befahrenen Bahnhofsbereich reinkommen. Und außerdem ist das ja auch noch ein Kopfbahnhof. Also wenn jemand zu schnell fährt, dann fährt er womöglich auch noch in den Bahnhof rein, also in die Bahnhofshalle selbst rein, in der ja eigentlich gar keine Züge rein sollen. Bei Altona, da enden ja die Züge eigentlich vor der Halle. Und wenn ein Zug nicht vor der Halle enden sollte, könnte es überfahrene Fahrgäste geben. Also Menschen, die im Bahnhofsgebäude herumgehen, in Geschäften, die könnten dann einem entgleisten Zug ausgesetzt sein. Und das sollte vermieden werden. Hier geht es jetzt bergab. Hier muss ich also etwas bremsen. Ja, und da wären wir. Hier ist Altona. Hier links haben wir den Schellfischtunnel daneben. Den kann man jetzt hier nicht sehen. Ja, und jetzt ist es besonders wichtig,
hier zu bremsen, weil wenn ich hier nicht richtig bremse, gibt es einen Aufprall am Ende. Also nicht nur einen verfehlten Bahnsteig, sondern einen Knall. Und das ist doch mal revolutionär. Ein Zug, der aus Lübeck kommt, hält in Hamburg-Altona. Wer weiß, ob es das irgendwann wieder gibt. Ich fahre mal bis zum Prellbock durch. Einfach damit nicht die ganzen armen Fahrgäste so weit gehen müssen. So, gut genug. Das hier übrigens, das sind Rampen. Das ist für Autozüge, damit die Autos da auf die Autowagen hinten raufkommen. So, was ich natürlich noch vergessen habe, ich muss natürlich noch hier. So. Beim Wendezug würde ich jetzt die Übergabe machen, dass der Kollege an der anderen Seite hinten übernehmen kann, aber das war jetzt nicht Teil meiner Aufgabe. So, kommen wir zur Auswertung. Also, ich habe einen Bahnhof zu spät erreicht. Oh nein. Ja, das ist eine interessante Statistik. Ich war 23 Stunden zu früh. Alles klar. Das wird wohl daran gelegen haben, dass ich hier die Mission bearbeitet habe. Ich kann da trotzdem mal gucken. Aber immerhin, keine kleineren Betriebsfehler verursacht. Also gut. Altona ist zerschossen hinten, aber wir können sehen, abgesehen davon sind wir ziemlich gut in der Zeit gewesen. Also den Hauptbahnhof zwei Minuten zu früh erreicht. Dammtor dann eine Minute später erreicht. Naja. Gut, das war jetzt diese Mission. Man kann sehen, ich kann auch nachts. Ich bin flexibel. Und das war's dann auch für heute.